Die erste Probe mit Stuntmen am Set von Tempel. Hier in einem alten Berliner Industriegebiet ist die neue Dramaserie gedreht worden. Jetzt ist das Team noch einmal zusammengekommen für den Dreh eines 360-Grad-Videos. Mit vor Ort sind natürlich auch Fachleute für Virtual Reality. I think the fascination with 360-degree shooting and with VR in general is that you can make somebody feel like they're somewhere else. This is not something that you can really achieve with a regular kind of film or a television show. So I really feel like that is probably the most interesting thing about the experience of watching things in VR. And that's really what interests me about it. Das Stunt-Team probt noch. Gleichzeitig wird am zweiten Auto, in dem die Kamera montiert ist, ausprobiert, wie stark das Rumgehüpfe auf dem Dach das Bild zum Wackeln bringt. Das ist aber nicht das einzige Problem. This is a very technically challenging shoot, and the main reason for that is that we're shooting using kind of a different technique of shooting 360 video, and that is that we're using a single camera with a fisheye lens. And so we're recording the scene twice. So we're recording the scene from this direction, and then we're turning the camera around and recording the scene. We're running the scene again and recording it from the opposite direction. And then what we're going to do is we're going to stitch both of those shots into a seamless 360-degree image. The reason why that's really challenging and a little bit scary is that the lighting and all of the action has to remain consistent for one shot and for the other shot. So if the light is a little bit different on one shot, then you'll notice that difference when it crosses, when that one shot merges into the other shot. So hopefully it will be okay. I think it's going to be fine. Die Probleme mit dem Licht sind auch der Grund, warum der Film nachts gedreht wird, denn dann verändern sich die Lichtverhältnisse nicht mehr. Man versucht natürlich einen Look wieder zu kreieren, der an die Serie erinnert, dass man auch dieselbe DNA spürt. Gleichzeitig kann ich jetzt aber diese Kamera-Ästhetik benutzen, wie ich es in der Serie gemacht habe, weil wir gar nicht szenisch inszenieren. Im Grunde genommen kann ich mich auch nicht mit dem Schnitt retten. Das heißt, die ganze Inszenierung ist vom Timing abhängig. Und es muss halt so lange geprobt werden, bis der Rhythmus komplett stimmt, weil ich nicht zwischendurch einfach einen Schnitt machen kann oder eine andere Einstellung oder einen anderen Take benutzen kann, der besser geworden ist. Es muss halt in einem perfekt sein. Das heißt, wir können nur über Kostüme und über Szenenbild und über Licht dann irgendwie wieder zur Serie anknüpfen, dass man dann sich da aufgehoben fühlt und es dann diesen Tempelstempel hat. Probe mit Ken Duken. Er ist der Hauptdarsteller der Serie. Thomas Thieme, der zeitgleich bei einer anderen Produktion einen Polizeipräsidenten spielt, wird für diese Nacht wieder zum Puffbesitzer. Irgendwie habe ich mit diesem Kostüm, was man ja hier zum Teil sieht, ich habe da auch noch eine schicke Sonnenbrille dazu, irgendwie durch dieses Kostüm verwandelt sich das schnell wieder in den Zuhälter, den ich da spiele. Box-Promoter. Das geht schnell. Schnell geht es am Set hingegen nicht so richtig. Letzte Feinabstimmung an der Kamera im Auto stehen an. Der Lieferwagen ist aufgebockt worden, damit er nicht so wackelt. Und während die Schauspielcrew draußen ihrer Hauptaufgabe nachgeht, warten, 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 hat Chiara Schoras Zeit, über 360 Grad zu reden. Sie hat gerade so einen Film mit U2 gesehen. Ich war total geflasht, weil ich sowas überhaupt nicht kannte. Ich wusste das, kannte das wirklich nicht und wusste auch nicht, wie sowas funktioniert. Und ich bin auch immer noch sehr gespannt, wie das wirklich funktioniert gleich, weil ich war ja noch nicht dran. Obwohl ich wahrscheinlich, wir Schauspieler kriegen sehr wenig wahrscheinlich davon mit. Das ist wahrscheinlich echt eher so eine technische Geschichte. Aber das ist schon ganz schön abgefahren. Also dieses U2-Video, wo man sich dann eben dreht und wendet und plötzlich in anderen Situationen ist und tatsächlich mittendrin ist und selber entscheidet, in welche Richtung diese Geschichte jetzt geht oder sowas, das fand ich schon ziemlich spannend. Ich bin mal gespannt, wie sich das so durchsetzt. Endlich ist es soweit und die Schauspieler dürfen loslegen. Und bitte.
Und so sieht die Szene auf der Autorückbank vom Regiestuhl aus. Geschafft! Das ganze 360-Grad-Video ist eine rundum spannende Angelegenheit geworden. Nicht entgehen lassen, denn so kann man schon vorher ein wenig in die Tempelwelt abtauchen.